Deutschland verarmt in Rekordzeit. Die Reallöhne sind so stark gefallen wie seit Jahrzehnten nicht. Doch damit nicht genug. Die deutsche Wirtschaft befindet sich neuerdings sogar in einer Rezession. Das heißt, wir stehen, wenn diese Entwicklung sich fortsetzt, am Beginn einer schweren Wirtschaftskrise mitsamt steigender Arbeitslosigkeit. Unsere Regierung tut in dieser Situation das einzig Richtige und kümmert sich um die wirklich Bedürftigen, nämlich die Rüstungsindustrie. Das ist nämlich der einzige Sektor, wo unsere Regierung in der kommenden Periode die Ausgaben weiter steigern will. Um diese arbeiterfeindliche Politik zu rechtfertigen, die die unteren 99% der Bevölkerung ärmer macht, braucht es jetzt natürlich ein gutes Framing, mit dem man dem Volk diese für es schädliche Politik verkaufen kann. Robert Habeck hat dafür eine tolle neue Idee. Er nennt diese neoliberale Politik einfach transformative Angebotspolitik. Das klingt jetzt erstmal ganz nett. Transformative Angebotspolitik. Obwohl, irgendwo habe ich den Namen Angebotspolitik schon einmal gehört. Wir haben es auf die Formel transformative Angebotspolitik gebracht. Warum ist das widersprüchlich? Nun, Angebotspolitik, das kennen Sie, wenn Sie ein bisschen sich erinnern, ist gemeinhin verbunden mit Politikern wie Ronald Reagan oder Politikerinnen wie Margaret Thatcher. Sie wissen, dass ich von den Grünen bin. Also Deregulierung, Steuern senken, Gießkanne über alles und dann Trickle-Down-Effekt. Das war Robert Habeck, wie er eine Rede vor dem Wirtschaftsrat der CDU hält. Der Wirtschaftsrat der CDU ist ein Lobbyverband verschiedenster Kapitalfraktionen. So ist der Vorsitzende der Bundesfachgruppe für Handel, Ernährung und Verbraucherschutz Thomas Kyriakis, Vorstand der Schwarzgruppe, dem größten Handelskonzern Europas. Der Vorsitzende der Bundesfachgruppe Europäische Finanzmarkt- und Währungspolitik heißt Lutz R. Räthing. Er ist Vorsitzender des Aufsichtsrats von Morgan Stanley. Um es kurz zu machen, dieser Wirtschaftsrat ist eine sich innerhalb der CDU befindende Interessensvertretung des Großkapitals. Und unser Wirtschaftsminister Robert Habeck hält da jetzt eine Rede, um eine weitere Neoliberalisierung der Politik zu rechtfertigen. Doch kommen wir wieder zum Thema der transformativen Angebotspolitik. Das Bundeswirtschaftsministerium beschreibt auf seiner Website nämlich so ungefähr, was damit gemeint sein soll. Das Problem ist, dass alle politischen Maßnahmen hier in einem euphemistischen Neusprech verpackt werden und alles unter diesem Label Klimaschutz gerechtfertigt wird. Dass es hier aber nur am Rande um Klimaschutz geht, sondern wie gesagt, um eine weitere Radikalisierung der ohnehin schon neoliberalen Wirtschaftspolitik, das werden wir jetzt im Einzelnen beleuchten. Fangen wir erstmal mit dem wichtigen Thema Staatsausgaben an. Christian Lindner will ja jetzt zur Einhaltung der Schuldenbremse zurückkehren und damit eine in wirtschaftlicher Krise extrem strenge Schuldenregel, die jedem gesamtwirtschaftlichen Sachverstand widerspricht, umsetzen. Laut Berichten des Spiegel plant er sogar Kürzungen in Höhe von 20 Milliarden Euro bei, wie ich vorhin schon gesagt, gleichzeitiger Erhöhung der Rüstungsausgaben. Was sagt diese transformative Angebotspolitik dazu? Nun, das BMWK schreibt, unspezifische Nachfrageimpulse könnten die Bekämpfung der derzeit zu hohen Inflation hingegen erschweren, da die Produktionskapazitäten in Deutschland aufgrund der Begrenzungen, etwa durch das Arbeitsangebot, bereits weitgehend ausgelastet sind. Dazu, dass das mit dem Arbeitsangebot Schwachsinn ist, werden wir gleich kommen. Aber wir befinden uns in einer Rezession. Die Wirtschaft schrumpft, die Arbeitslosigkeit wächst und die Realeinkommen der Menschen schrumpfen auch. Sinkende Realeinkommen führen zu einem sinkenden Konsum. Ein sinkender Konsum führt zu einer verringerten Produktion. Eine verringerte Produktion, die ja sorgt für sinkende Einkommen, was die Rezession weiter verschärft. Und in dieser Situation hält es das BMWK für unvernünftig, aufgrund der hohen Inflation weiteres Geld auszugeben. Das ist natürlich riesengroßer Quatsch. Der aktuelle Preisschock ist nämlich vor allem eins: ein temporärer Preisschock und keine dauerhafte Inflation. Die Löhne sind zu keinem Zeitpunkt deutlich angestiegen, ganz im Gegenteil. Die Reallöhne befinden sich immer noch stark im Minus. Und die Großhandelspreise, die den Verbraucherpreisen etwas vorauseilen,
sind im Mai diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahresmonat schon um 2,6% gefallen. Ihr habt richtig gehört, bei den Großhandelspreisen haben wir eine Inflationsrate von minus 2,6%. Genauso bescheuert wie Ausgabenkürzungen sind bei einer sich so stark abschwächenden Wirtschaft und einer sinkenden Inflation übrigens Zinserhöhungen der Zentralbank. Und die EZB tat vor kurzem genau das. Sie erhöhte den Leitzins auf 4%. Und Habeck sagt beim Wirtschaftsrat der CDU zu diesen völlig irrationalen Zinserhöhungen, für die es realwirtschaftlich keinen Anlass gibt, Folgendes. Warum ist es notwendig, in diesen Widerspruchspaaren zu denken? Nun, weil wir hohe Inflation haben. Und es muss Kernaufgabe der Politik sein, diese Inflation runterzubringen, sonst wird das volkswirtschaftliche Vermögen jeden Tag vernichtet. Hohe Inflation heißt, und so agiert ja die Geldpolitik, die Europäische Zentralbank, die Investitionen in bestimmte Bereiche auszubremsen. Das, was am Bausektor passiert, ist nicht zufällig so, sondern es ist im gewissen Sinne Ziel der Europäischen Zentralbank, durch hohe Zinsen Tätigkeiten zu verlangsamen oder einzubremsen. Im April 2023 sind die Auftragseingänge im Baugewerbe um 20,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und im Wohnungsbau um 37,9%, also um mehr als ein Drittel gefallen. Der Wohnungsbau kollabiert gerade in Deutschland. Die Regierung wird ihr selbst gestecktes Ziel, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, unter anderem deswegen deutlich verfehlen, weil die EZB komplett irre Zinserhöhungen umgesetzt hat, die der aktuellen konjunkturellen Situation überhaupt nicht gerecht werden und hier im Falle des Wohnungsbaus sogar zusätzliche unnötige Knappheiten erzeugen. Wir sehen hier, wie diese vermeintliche Angebotspolitik weniger Angebot schafft und das in einer Situation, wo die wirtschaftlichen Kapazitäten ohnehin nicht ausgelastet sind, sondern wir, wie schon gesagt, uns in einer Rezession befinden. Austeritätspolitik in einer Rezession, Zinserhöhungen, die das Wachstum noch weiter abwürgen, kurzum eine Politik, für die es keinerlei Rechtfertigung gibt und bei der man sich im BMWK nur eine Frage gestellt zu haben scheint. Wie können wir die deutsche Wirtschaft schnellstmöglich zerstören und eine Deindustrialisierung einleiten? Nun ja, aber auch zu anderen Themen finden sich die üblichen neoliberalen Mythen, mit denen eine Verkleinerung des Sozialstaats in der Vergangenheit gerechtfertigt wurde. So steht dort, die demografische Entwicklung führt selbst unter Berücksichtigung einer weiterhin spürbaren Nettozuwanderung mittelfristig zu einem deutlichen Rückgang des Arbeitsvolumens mit möglicherweise negativen Folgen für das Produktionspotenzial. Ja, sag bloß, das wurde uns in den letzten 70 Jahren immer schon erzählt, es war auch immer der Fall, dass die Zahl der Rentner zugenommen hat und die Zahl der Arbeitenden in Relation dazu abgenommen hat. Es war immer der Fall und immer ist das reale Bruttoinlandsprodukt schneller gewachsen als die Zahl der Rentner. Wenn die Produktivität schnell genug steigt, wenn man eine wachstumsfördernde Politik macht, also jetzt nicht in Rezessionen hineinspart, sondern vernünftig Geld ausgibt und in eine Modernisierung der Wirtschaft investiert, dann hat man solche Probleme nicht. Aber wenn man eine Deindustrialisierung einleitet, so wie es diese irre Regierung durch Zinserhöhungen und Sparpolitik tut, dann könnte der demografische Wandel tatsächlich zu einem zusätzlichen Problem werden. Aber an sich ist er angesichts der enormen Produktivitätssteigerung, die wir bei einer vernünftigen Wirtschaftspolitik hätten, eigentlich kein Problem. Er ist, wie gesagt, nur ein Vorwand, damit man unseren Sozialstaat zerschlagen kann. Doch als wäre das alles nicht schon genug, werden über die aktuelle Arbeitsmarktsituation sogar noch Falschinformationen verbreitet. Im Papier des BMWK steht, neben den heute akuten ökologischen Herausforderungen unterscheidet sich die aktuelle Phase der Wirtschaftspolitik auch deshalb fundamental von der Situation der 70er oder 80er Jahre, weil Arbeitslosigkeit heute kein zentrales Problem ist. Anstelle einer steigenden strukturellen Arbeitslosigkeit besteht heute ein demografisch bedingter Engpass, vor allem an Fachkräften. Ja, das Märchen vom Fachkräftemangel, wir kennen's. Also, Anfang der 70er Jahre gab es um ein Vielfaches so viele offene Stellen wie Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote war extrem gering im Vergleich zu jedem Zeitraum, der danach kam. Auch im Vergleich zu heute.
Heute hingegen gibt es mehr offene Stellen als mehr Arbeitslose als offene Stellen. Die Situation war Anfang der 70er Jahre sogar noch viel verschärfter. Damals gab es einen viel schlimmeren Fachkräftemangel. Beziehungsweise damals haben sich die Firmen einen vernünftigen Wettbewerb geboten. Sie haben die Löhne erhöht, sie haben gute Arbeitsbedingungen geboten. Sie haben vor allem Fachkräfte ausgebildet. Etwas, was heute zu wenig passiert und was der Staat auch fördern könnte, aber davon steht hier relativ wenig. Es wird von demografischen Herausforderungen gesprochen und es wird insinuiert, dass wir eine Fachkräftezuwanderung brauchen. Sprich, dass wir den Ländern, beispielsweise in Osteuropa, die eine noch viel schlechtere Demografie als wir selber haben und die ihre Fachkräfte dringend bräuchten, um selber ein vernünftiges Wachstum hinzulegen, diese Fachkräfte einfach mal wegnehmen sollen. Dieses absurde Gerede von einem Fachkräftemangel oder von einer Knappheit an Arbeitskräften oder einem sinkenden Arbeitsvolumen ist vor allem eins, absurdes Gerede. Es hat mit der Realität nichts zu tun, es lässt sich auf den offiziellen Statistiken nicht herauslesen und es dient vor allem nur dazu, um Lohndrückerei zu rechtfertigen. Wenn in der Pflege oder im Handwerk Arbeitskräfte fehlen, dann müssen erst einmal die Löhne steigen, um fertig ausgebildete Pflegekräfte oder Handwerker wieder in ihre alten Berufe zurückzulocken und um neue anzuziehen. Oder es müssen schlichtweg mehr ausgebildet werden. Aber das wäre ein längerer Prozess. Die Gehälter anheben ginge relativ schnell. In einer Marktwirtschaft müssen Preissignale dafür sorgen, dass bestimmte Güter nachgefragt werden. Und wenn es einen Mangel an bestimmten Berufen gibt, wenn es zu wenige Handwerker gibt, dann müssen dort die Gehälter steigen. Es wäre für dieses Land absolut keine Katastrophe, wenn ein Handwerker so viel verdienen würde wie ein Investmentbanker. Aber auch bei diesem Thema bestätigt sich das alte Bild. Hier soll die alte neoliberale Angebotspolitik von Thatcher, von Reagan, von Schröder, von Blair uns als etwas Transformatives verkauft werden und unter dem Label Klimaschutz soll jetzt einfach weiterhin neoliberale Politik gegen die unteren 99% gemacht werden. Also lasst euch von solchen Euphemismen nicht hinter die Fichte führen und hinterfragt alles kritisch. Wenn Habeck uns hier eine transformative Angebotspolitik ankündigt und ihr werdet diesen Begriff in den Medien wahrscheinlich des Häufigeren jetzt hören, dann seid vorsichtig. Was es mit diesem alten Wein in neuen Schläuchen auf sich hat, das sollte euch nach diesem Video hoffentlich klar sein.